So, alles mit. Hallo Chris. Oh Chris, warst du das vorhin bei dem einen komischen Science-Fiction-Spiel? Also ich war eigentlich auf Steam undercover, also nicht eingeloggt in diesem Friendes-Ding. Hab dann ein Spiel ausprobiert und da war plötzlich ein Chris in meiner Gruppe. Obwohl ich eigentlich Single gespielt hatte. Nee, das war er nicht, okay. Dann war das ein anderer Chris. Da ist ein Ausrufezeichen. Aber da kann ich Hallo sagen oder wollen die, dass ich mitraide? Ich meine, ne? Gwendolyn will die Quest machen und sie ist ungeduldig, also hilft sie so ein klein bisschen beim Plündern mit? Vielleicht? Nein, macht sie nicht. Gwendolyn ist lieb, die wartet jetzt hier kurz. Weil Plündern ja so verdammt schnell geht. Tötet jetzt mit 108 Mann 8 Looter. Attack. Noch besser, sie lässt 108 Mann rum. Hört ihr wohl bitte auf, in die Richtung zu gucken? Each, brems. Dann auch mal Handbremse ziehen. So. Okay, ich könnte zwei Pfeile abschießen, die ordentlich getroffen haben. So, das Ganze da nochmal und dann sind sie vielleicht durch mit dem Ding. F4. Bei Factorio. Ach so, dass sie nicht schießen sollen mit den Pfeilen. Ja, stimmt. Da hast du recht. Ich versuche gerade. Ich versuche gerade die F-Tasten ein wenig zu meiden, weil meine neue Tastatur so ein Ding ist, was keine richtigen F-Tasten hat. So diese komischen blauen Tasten. Also eigentlich eher so eine Handy-Tastatur oder was auch immer. Das muss ich erst noch alles umstellen. Doch keine One-Shots, ne? Ist aber keiner drüben, ne? Nein, die wehren sich schon. Wäre noch schöner, wenn irgendjemand einem Looter sterben würde. Jetzt gerade einer, Mist. Hat zumindest umgekippt, nicht gestorben. Ja, gut, raus. Also diesen Blödsinn mit den FN-Drücken für F-Tastennutzung kenne ich eigentlich nur von HP Notebooks. Ja, ich habe auch so eine faltbare Bluetooth-Tastatur für früher. Hatte ich früher zum Schreiben, wenn ich unterwegs war. Da war es halt auch. Aber sonst ist die halt ganz schick, weil weniger Kabelgewusel und bei weitem nicht so laut wie meine andere. So, Hauptquest, go, go. Komm, erzähl mir eine Geschichte. Ach, du wieder. Die Kaiserin. Erzähl mir eine Geschichte, die ich nicht hören will. Sehr schön. Ja, und jetzt sollen wir die beiden treffen. In Epikrotea. Und in Marunas. Sind beide auch schon automatisch getrackt. Gut, dann gehen wir wieder raus aus dem Kriegsgebiet und machen mal die Hauptquest weiter. Die schicken uns ja jeweils zu einem Hideout. Jetzt haben wir die Armee aufgebaut. Egal. Schicken uns jeweils zu einem Hideout.
Da finden wir die anderen Flaggenteile und dann sind wir danach durch, richtig? Danach müssen wir uns entscheiden, ob wir dem Imperium beistehen wollen oder gegenarbeiten würden. Und ich bin, glaube ich, sogar diesmal dafür, dass wir dem Imperium beistehen. Also das ist eher so gewendetes Ding, oder? Anstatt was kaputt zu machen. Hallo, Ripdark. Du hast vier Entscheidungsmöglichkeiten. Oh, dann hau mal rein. Ich habe immer noch keinen Unterschied gemerkt zwischen ich zerstöre das Imperium und ich baue es auf. Bei beiden macht man Königreich und haut eh alle kaputt. Dem Imperium beistehen. Hier bitte den Imperial March hinzufügen. Ja. Yep. Kriegst sofort wieder einen Copyright Strike. Es reicht schon zu machen. Dun, 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 dun. Schon. Ich wette, wenn ich das nachher auf YouTube hochlade, in 5 Minuten kommt eine E-Mail. Da. Du kannst dich auch einem Kingdom anschließen. Warum soll ich das tun? Das habe ich doch jetzt schon. Oder glauben die echt, dass man sich bis zu dem Zeitpunkt, wo man die Hauptquest durch hat, noch keinem Kingdom angeschlossen hat? Weil es ja auch so leicht ist, die Hauptquest so schnell mal eben zu machen. So, surrender die. Ja, nee, ich lasse keine KI da irgendwie missbauen. Du kannst dich dauerhaft einem anschließen. Das klingt ja noch schlimmer. Nee, 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 nee. So nicht. Ich habe es ohne Anschluss an ein Kingdom gemacht, in Realistic. Ja, für ich auch. Wir haben dann einfach mit Markus und Talana gleich angefangen, die Welt zu erobern. Und Talana hat es eigentlich auch geschafft. Wenn der Bug nicht gewesen wäre. Hätte ich einfach immer weiter eine Stadt, eine Burg nacheinander erobern können, sobald irgendein Krieg zu schlecht läuft, einfach Geld hinschmeißen und dann wieder. Können weg. Noch irgendwas? Da war gerade was. Hardwood, ja. So. Nee, die Schafe behalte ich. So, 7000 zurück. Gefangene weg. Trade Skill Punkte und Roguery Punkte und überhaupt Punkte. Das läuft also auch. Wie einfach schwer ist es eigentlich, als Vasall gegen seinen König zu rebellieren und sein Königreich einzunehmen? Sollte einfacher sein als alles andere. Weil wenn du Vasall bist von einem Königreich, dann bist du ja ein Teil dieses Königreiches. Das heißt, wenn du dann austrittst und die Burgenstädte, was auch immer, behältst, ist dein ehemaliger König ja geschwächt. Ziemlich geschwächt sogar. Und wenn du ihn dann auch noch angreifst und andere ihn angreifen, dann ja. Also sagen wir mal, wir sind immer jetzt noch ein Vasall von denen. Wir würden jetzt die zwei Städte hier bekommen, weil wir lange noch irgendwie Krieg führen und dann gegen die kämpfen, dann haben wir es eigentlich relativ leicht. Und wenn es halt zu schlecht läuft, kannst du auch wieder Frieden erkaufen. Baust dann deine Truppen auf und gehst dann wieder mit denen in den Krieg. Allgemein hat der Spieler hier einen riesen Vorteil durch dieses Friedenserkaufen. So, rein da. Oh ne, warte, das ist die falsche Stadt, ne? Wir sind immer noch weiter. Da lang. Zum Geier. Ach, da ist das, okay. Sag das nicht zu laut, naja, patchen sie es raus. Naja, sie sollten es vielleicht ein bisschen anpassen vom Preis.
Weil 20 bis 40.000, was ein Frieden teilweise nur kostet, das hat man im Endgame relativ leicht. Ja. Also sollte nicht abhängig davon sein, wie stark man selber ist, sondern wie stark der Gegner ist. Also wenn du jetzt gegen jemanden kämpfst mit 8 Städten, dass es denn exorbitant teuer wäre, den quasi von dir abzuhalten. Den darüber wir sprechen. Das ist der, der das kaputt machen will, glaube ich. Ja, er will es kaputt machen, weil sein Volk ihm unterdrückt wurde und vergessen wurde. Und den sagen wir, ja, das wollen wir auch. Geh raus. Und schnappen uns da einen Hideout. Mit 31 Mann drin. Ja. Dank Langbogen könnte das passen. Moin, Krestis. Ach, jetzt hier der neue Hideout. Ja. Hä? War das nicht ein 25-Mann-Hideout? Okay. Nö. Das macht das Ganze super viel einfacher. Tasse Größe. Das ist meine Kaffeetasse. Das ist ein halber Liter immer. Meine Tochter macht sich darüber auch immer wieder lächerlich. Freebooter. Mitkommen. So, wieder zurück. Ne, man musste erst beide finden, bevor man da irgendwas anderes machen konnte. Da lang. Und ja, die Tasse ist super. Also erstmal ist es genau die richtige Menge an diesem Milchkaffee, den ich trinke, für mich. Hält schön lange, hält dann auch länger warm. Und es ist auch genug Volumen drin, um eine Schüssel Smacks da draus zu essen. Und theoretisch auch fast eine ganze Dose Ravioli. Also es ist ein Multi-Purpose-Becher. Was jetzt komisch klingt mit Ravioli, Kaffee und Smacks aus einem Dingens, aber es wird ja zwischendurch gewaschen. Und Dankeschön für die beiden Subscriptions. Da. Eine Ravioli-Tasse, ja. Und da kann mir auch keiner reinreden. Ich weiß, was in Raviolis drin ist. Ich weiß, wie es gemacht wird. Ist mir vollkommen egal. Es ist lecker, es ist günstig. Es ist nicht so super ungesund, ist alles gut. Ja, die sah mal anders aus, oder? When you gut. Wir wollen zu dem Hideout, der wahrscheinlich dann auch so ist, dass egal was da steht, dass man sofort reinkommt. Okay, da sind jetzt eh nur 16 drin. Dosen Ravioli, die schmecken doch nicht. Ich bin sehr pflegeleicht, was Essen angeht. Weil ich halt schon Phasen hatte, wo ich nicht so viel Essen hatte. Deswegen lerne ich, oder habe ich alles an Essen recht gut wertschätzen gelernt.
klar gibt es Leckeres, aber das ist okay. So, diesmal kein Bug oder was auch immer das war. Aber ist kein Problem. F1, F2. Eine der wenigen Teile mit Sprachausgabe geskippt. Erst haben wir schon gemacht, als wir die Hauptstory auf Deutsch durchgegangen sind. Das mache ich jetzt nicht jedes Mal wieder. Außerdem hat sie echt nur sehr wenig Zeilen an Dialog, die sie dann auch spricht. Es wird jetzt keinen besseren Langbogen geben als diesen hier, oder? Edelmann Langbogen, wie auch immer der hier hieß. Pfeile eventuell noch eine Stufe höher, da müsste man die Augen offen halten. Na, wo ist der nächste Schwunggegner? Da! Der erste Schuss besitzt bei mir noch nicht so sehr. Ich brauche mal ein, zwei Schüsse, um die Distanz besser abzuschätzen. Könnt ihr bitte nicht vor die Flinte laufen? Oh! Ja, sieht schmerzhaft aus. Ui, dankeschön Zombiefutter für 10 Euro. Für Multipurpose. Mhm. Das ist ein Insider für die Factorio-Gruppe. Aber es gab da keine tolle Münze, oder? Aber müsste die Schlacht jetzt nicht eigentlich schon komplett durch sein? Warum kämpfen mal Leute noch weiter? Doch gab es. Ah, okay. Dann war der Speer im Kopf eine leichte Ablenkung für das Geräusch. Okay. Jetzt ist vorbei. Gut, dann müssen wir kurz regenerieren auf 20% und geht's wieder ein. Die kämpfen, bis es zum Boss kommt. Oh, das ist doch gut. Dann kann man sie einfach durchprügeln lassen, dann ist der Weg frei, da sind weniger Einheiten drin. Und beim nächsten Anlauf ist es einfach. Level up. Sie hat was dazugelernt. So ein Speer tut weh. Okay, was haben wir da? Mehr Essen in Marshes oder mehr Essen in Forest? Forest gibt es viel mehr, glaube ich. Und wir haben einen Fokuspunkt und einen Statpunkt. You can use any bow on horseback. Das klingt auch sehr gut. Mach mal da. Und... Increase Party Size bei 16. Schon ganz praktisch. Muss ich nur daran denken, auch regelmäßig in die Arena zu gehen, um dann da mit den Einhand- und Zweihandwaffen. Vor allem Zweihandwaffen. In welchem Gebiet benutzt die, wird in der Arena primär Zweihandwaffen benutzt? Bestimmt Sturgia oder Batania, ne? Die sind eher so barbarisch drauf. Hallo Obi-Wan! Gwendolyn ist jetzt dein dritter Charakter. Ashton fing es an. Danach kam Markus. Dann kam Talana. Und dann kam Gwendolyn. Vierter. Aber ich habe auch so gut wie jeden Tag gespielt. Das heißt, ich habe alle bösen Patches mitbekommen.
Wait. So, Level Ups. Schön viele Level Ups. So, die Peasants werden zu Watchmen und Watchmen werden zu... nicht so tollen Sachen. Die kommen später in irgendeine Garnison. Das war gerade wieder das Geräusch für... nee. Keine Burg bekommen, okay. Ich denke mal, das ist das Geräusch für Thieves, die verteilt werden. Also Burgen und ähnliches. Wait. Die Watchmen werden zu freien Armeeplätzen, weil sie zu teuer sind. Das könnte man auch so sehen, ähnlich wie die Mercenaries in Warband. Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Also, ihr dürft einfach mal durchlaufen. So, ich gehe schon mal runter. Ich weiß auch gar nicht, warum sie jetzt da oben so einen Bogen laufen. Jungs. Wissen die was, was ich nicht weiß? Da oben ist doch eigentlich gar nichts. Ist das jetzt der direkteste Weg zu dem Boss oder wie? Ach Gott, ist das langsam. Herdentrieb. Ich folge einfach mal und gucke, was da passiert. Ich hätte ihnen genau folgen sollen, weil hier ist es zu... ah doch, hier geht's hoch. Gutes Beintraining, ja. Ich höre sie schreien. Ah, das ist Pixel Climbing. Das kenne ich noch von EverQuest. Also, dass man so immer so hin und her wuscheln muss, bis man eine Stelle findet, wo der Winkel gerade richtig ist, man hoch kann. Gab es in ein paar Spielen. Natürlich kann ich nicht gucken, was da oben ist. Wäre auch zu schön. Stimmt. So, jetzt haben wir beide Wanderteile und dann laufen wir zurück zu ihr. Achso, was waren jetzt die vier Optionen? Da habe ich vorhin nicht aufgepasst. Also ich kann das Imperium zerstören, ich kann dem Imperium beitreten oder zustehen, wie auch immer, und den anderen beiden. Achso, und ich kann es einer anderen Fraktion direkt geben. Oder halt alles ignorieren und ein eigenes Königreich gründen. Irgendwie. So, sie war hier. Ja. Haus, Haus. Oh, stopp, 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 stopp. Ich habe schon sehr lange nicht mehr abgespeichert. 2 Stunden 40 Minuten, um genau zu sein. Und gerade bei sowas hier, denke ich mal, könnte was in die Hose gehen. Deswegen speichern wir das mal ab. Wenn nicht mehr Beta. Giro, bauen wir morgen am AKW weiter. Können wir machen. Irgendwann morgen Mittag, Nachmittag rum. Also, eigenes Imperium, eigenes Anti-Imperium, dem Imperium anschließen oder dem Anti-Imperium anschließen?
Und Arti fragt, ist das nicht mehr Beta? Nee, es gibt keine Beta mehr. Die haben heute die Beta-Branch und die Stable-Branch zusammengemerged zu einer neuen Main-Branch. Ja, also ich. Okay. Ich werde mich nicht irgendjemandem unterordnen. Das mag ich in keinem Spiel und sonst auch nirgendwo. Aber ich muss so oder so hier hingehen, um mit dir zu reden, um die Quest abzuschließen. Als Titel hast du noch Beta stehen, Girogon. Ja, das habe ich auch erst gemerkt, als das anfing. Oder kurz vorher. So, was nun? Raus. Also. Das sollte eigentlich gleich verschwinden. Create an Imperial Faction. Support an Imperial Faction. Wir bräuchten nur einen Independent Clan. Gab das auch vielleicht hier irgendwie guten Boost? Nö, nicht wirklich. Ja, also wenn wir jetzt rausgehen würden aus unserer Truppe, dann müssten wir aber die Burgen behalten. Dann würde das schon zählen. Kaladok helfen? Ja, helfen Kaladok. Gegen die bösen, bösen Looter. Da sagt er nicht mehr Danke. So. Erstmal weg hier aus dem Gebiet und in die Nähe von unseren beiden Schlössern. Kyria sagt, das sind die vier Optionen, wobei eigenes in beiden Fällen gleich ist irgendwie. Ich habe nie einen Unterschied gemerkt. Ja, ich halt auch nicht. Das kann weg. Also ich muss doch nicht nochmal mit dem anderen reden, oder? Ah doch, muss ich. Muss ich nicht, aber dann ist die Quest da oben vielleicht weg. Also machen wir es auch noch kurz. Armee einmal kurz auflösen und neu gründen. Schön. Dahin. Dafür kommen zwei neue, wenn du mit ihm redest. Looter. Looter immer schön mitnehmen für so großen Gruppen. Was haben wir da? Vote for Senate. Ist mir vollkommen egal, was die Kassiten gerade machen, aber wir sind da bald weg. Wir sind da bald weg. Send Troops. Mit. Da wollen wir hin. Kannst du jedenfalls mit Influence versuchen, noch einen Fief zu kriegen. Ja, ich will das ja eigentlich nicht. Also jetzt noch mehr Burgen und oder Städte zu bekommen von einer Fraktion, nur um sie dann zu verlassen und die Sachen zu behalten. Das habe ich ja mit Talana und Markus schon so gemacht. Aber das macht es ein wenig zu einfach, weil man die Sache halt nicht selber erobern musste. So, das hätten wir jetzt aber auch erledigt. Raus. Raus. So, jetzt haben wir definitiv da vier Sachen stehen. Ah, das ist immer noch da. Fünf. Ja, nee.
Ich verlasse jetzt. Erstmal geht's Richtung nach Hause. Dann verlasse ich das Königreich und ich gebe die beiden Burgen ab. Und dann erobere ich im östlichen Königreich eine Burg, die leichteste, die wir finden können. Und danach schließen wir Frieden mit dem Inhaber der Burg und dessen Fraktion. Und dann sollten die Quests getickt werden. Und dann fangen wir da an, die Welt zu erobern. Also anfangs nur Burgen, weil mit der Truppe, das ist ja quasi unsere Max-Größe, die wir gerade haben können. Und damit kriegen wir keine Stadt erobert. Und wir können halt auch keine anderen Vasallen zur Hilfe rufen, weil wir keine Vasallen haben. Also noch nicht. Das ist dann auch der Punkt, wo wir dann anfangen, unsere Freundesliste ein bisschen rumzukramen und zu gucken, ob irgendjemand davon denn Bock hätte, bei uns mitzumachen. Aber halt auch erst, nachdem wir eine Burg haben, weil bevor wir keine Burg haben, sind wir auch kein Königreich. Aber wie gesagt, ich mache es mir absichtlich schwer. Ich weiß, jedem anderen würde ich nur empfehlen, einfach, wenn man die Fraktion verlässt, einfach zu sagen, ich behalte meine beiden Burgen. Dann wird die Quest nämlich automatisch getickt. Dann ist man nämlich unabhängig und man hat schon zwei Burgen. Und dann ist es wesentlich einfacher. Surrender die. Sind Troops. Wo fangen wir denn an mit der Welteroberung? Ich schlage ein kleines Labor vor und dann jeden Abend ein Stück mehr erobern. Ja, dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Nee, ich fange an im Kusitenbereich, also bei den Hellblauen, weil wir da schon am meisten Standing haben und leichter rekrutieren können. Außerdem, wenn wir da uns lossagen und die Burgen abgeben, sollten die uns auch nicht hassen oder so. Wüste wäre auch ein Argument. Ja, da sind nämlich keine Bäume und das ist toll. Und keine Steppenbanditen und so weiter. Aber da haben wir halt noch kein Standing. Und da jetzt mal eben schnell Standing aufzubauen, ist ein bisschen schwierig. Aber es ist schön warm. Wollen wir uns die Burg da nehmen? Es gibt keinen zu warm für mich. Mein Körper reagiert da anders drauf. Ich überlege immer noch, wie ihr die Burgen abgeben will. Wenn man eine Fraktion verlässt, hier auf Leave Kingdom klickt, dann gibt es zwei Optionen. Du verlässt das Kingdom mit deinen Burgen oder du verlässt es ohne die Burgen. Wenn du die Burgen behältst, ist der König stinkig. Wäre ich auch. Und wenn man sie nicht behält, dann sollte er sollte eigentlich keine Stänkereien kriegen. Wenn man aber lang genug dem König gedient hat und der einen gut genug mag, dann ist er auch nicht grumpig, wenn man die Burgen behält. Was ich ziemlich krass finde. Das hatten wir mit Talana so. Die durfte ihre Sachen behalten und war danach nicht im Krieg. Die Burg drüben zwischen Steppe und Wüste. Hier irgendwo? Schibal oder Odrysa? Welche meinst du? So, vielleicht vorher noch mal eine Stadt. Schibal. Guck ich mir gleich mal an. So, Zeug verkaufen. Oh, das ist gut. So, und da wir jetzt eine ganze Zeit lang auch wahrscheinlich keine Zeit bzw. keine Geduld haben, Sachen zu verkaufen, zu schmieden, verkaufe ich jetzt auch alle Waffen. Gibt auch nochmal gut Kohle. Denn wir brauchen jetzt einen guten Puffer an Gold für Bestechung. Das sind die Notfallschäfer. Für einen Monat noch Essen, das reicht. Auch ohne Thieves mögen sie dich nicht, da du auch als Merc-Beziehung verlierst. Aber ich vermute nicht so stark wie mit Burgen. Ja, hoffe ich mal. Das wäre sonst komisch, wenn sie einen gleich viel hassen würden. Ob man jetzt zwei Burgen mitnimmt oder nicht. So, Schibal. Schibal hat zwei Dörfer.
das da und das da. Ist sehr nah dran an Hustenfulk. Aber wir haben ja hoffentlich bald wieder Frieden mit denen dann. Ja, gucken wir mal. So, das kann erstmal weg, das kann weg. Das kann weg. Was blinkt hier schon wieder? Ich habe einen roten Punkt. Ah da, Leadership 50, sehr schön. 20 Moral beim Verteidigen. So, das Ding hätte 145. Das könnte ich knacken, ja. Okay, dann machen wir es jetzt dran. Denk dran, ohne Kingdom keine Armee mehr, was? Ah. Okay. Das macht das Burgerobern ganz schön schwierig, muss ich so gestehen. Das heißt, wir müssen theoretisch eine Burg finden. Ach was, das schaffst du schon. Nee. Dann nimm alle Leute zu dir lose auf. Ja, das geht ja nicht, weil ich bin ja kein Königreich dann. Ich bin ja erst ein Königreich wieder, wenn ich eine Burg habe. Na gut, so oder so verlasse ich jetzt das Königreich, weil es das Richtige ist zu tun. Also verlassen wir das Königreich und wir geben unsere Burgen ab. So, sind wir im Krieg? Nein, sind wir nicht. Wir sind mit niemandem im Krieg. So, Armee ist aufgelöst. Das ist korrekt. Jetzt belagere ich das Ding. Wir können es nicht belagern. Ja, ich will nicht Modern Wolf. Ich spiele gerade Vanilla. Eventuell am Montag, wo der nächste größere Bannerlord-Stream ist, dann gucke ich mal wieder, ob es den stabilen Mods inzwischen gibt. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt ist alles noch zu frisch. So, leave. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal rumstänkern. Weil ich habe mir gedacht, die sind jetzt ja beide noch hier gerade so schön in der Nähe. Das heißt, hätte ich jetzt die Belagerung angefangen, hätten sie vielleicht auch mitgemacht. Aber das tun sie wohl nicht. Also ich müsste jetzt eigentlich eine Karawane von Hellblau angreifen oder irgendwas von denen. Ja doch, Bewohner greift Quelle nicht an, nein. Looter greift sie an. Ja, wird sportlich, aber wollte ich ja so, ne? Notfalls grinden wir einfach so lange, bis wir Clan Tier 4 haben und dann ist die Truppe nochmal größer und dann sollten die Burgen besser drin sein. Und ob Mods laufen oder nicht, das kannst du nicht sagen nach ein paar Stunden Spielen. Das wirst du merken nach 20 Stunden Spielen, wenn dann plötzlich dein Speicherstand zerstört ist. Also nicht, um dich da in Unruhe zu bringen oder so, aber so war es halt bei mir bisher. Da ist eine Karawane. So, die überfallen wir jetzt. Hi. Ja, und jetzt sind wir im Criminal und das ist okay. Oh, ist aber sehr türkis. Pipio? Pipio. Sehr gut. Quellen. Danke. Wo sie mit bloßen Fäusten.
Schatten auf den Feind losgehen. Sehr löblich und so, aber doch ein bisschen albern. Jo, einmal gegenlaufen. Ein anderes Pferd für solche Manöver. Ja, ich brauche definitiv ein anderes Pferd. Boop, ich brauche gar kein Pferd. Brauche ich Verstärkung? So, zunächst brauche ich Verstärkung. Hey. Die schießen mir in den Rücken noch die ganze Zeit. So. Feind? Kein Feind. So viele Pferde. Sieht toll aus, aber zum Bogen erobern auch nicht so ideal. Doch, das sind alles Pferdebogenschützen. Die können also Bogen schießen. Also können sie auch gut die Leute von den Zinnen holen. Glaube ich zumindest. Wenn sie jetzt die Leitern hochstürmen, dann wäre es doof. Das stimmt. Aber einfach so als Reihe dahinstellen und dann könnte klappen. So, jetzt sind wir krumpig drauf. Da ist eine Jana. Wenn wir die Burg jetzt... Warum ist das Symbol weg? Oh, warte. Wenn wir die Burg jetzt belagern, erstmal haben wir recht wenig Truppen dafür. Und wenn wir sie belagern, greift diese Jana uns mit an. Und dann wäre Matsch. So, jetzt gucke ich ganz kurz in Discord nochmal nach dem Copy-Paste-Text für das Banner. Da ist er. Copy N. Nein. B. Steuerung V. Okay. Ja, das heißt, wir jagen erstmal die Jana. Hoffen, dass wir nicht allzu viel Verluste haben. Und danach gucken wir mal, was die Burg so macht. So, du minus 17. Okay. Joshua, so vom Gefühl her, ist es deutlich besser als Warband oder an sich das gleiche Spiel mit besserer Grafik? Überlegst du, kaufen mal 40 Euro für eine bessere Grafik, wäre irgendwie, naja. Es ist schon ein bisschen mehr, aber es ist halt noch instabil. Wenn dir Warband Spaß macht, dann grab jetzt noch ein paar von den Mods aus. Also zum Beispiel Prophecy of Pandor oder 1257 oder Perisno. Ne? Und dann in einem Monat, wenn der Preis ein bisschen runter ist, dann würde es sich lohnen. Jetzt gibt es, gibt zwar schon interessante Mods, die das Spiel noch ein bisschen aufpäppeln, aber es ist auch nicht so extrem. Und durch die Patches ist es nicht so super stabil. Also es ist halt mein vierter Charakter schon.
Geruga mit 17%, uff, was mit 17%? Oh, mit 17%. Danke, ja. Jana darf noch ein wenig rumreiten. Jetzt greifen wir sie an. Jetzt warten wir, bis es Tag ist und dann greifen wir sie an. So. Wie ist es normal? Wir würden jetzt vielleicht ganz gerne... Attack. Soll stehen bleiben, damit mir geheilt wird. Das habe ich auch verplant, ja. Also nur 8 Feinde, ja, wir sollten nichts machen. Immer noch 8 feindliche Einheiten sind, das ist ein bisschen irritierend, dass da keiner was gekillt hat. Okay, doch einer jetzt. Ja, jetzt geht's los, okay. Oh, da vorne, ja. Okay. Extra harte Bedingungen hier. Langbogen Nahkampf, go go. Während der Schlacht. Po. Feind? Wo ist Feind? Ja. Da ist Feind. Kampfverluste. Ist gut. Und 12 Kills von Gwendolyn. Der Bogen geht ab. Wuzzle. Ja, viel Renown. Alles für den Clan-Level. Du bist nicht wirklich stinkig auf uns, das ist gut. Und es ist der Herrscher-Clan. Ja, du darfst mal frei. Dann können wir versuchen, die nachher irgendwie zu rekrutieren. 47 ist eine Menge. Alles mit. So, und ich habe da ein paar Warhorses gesehen. Das heißt, wir können auch gleich hier richtig aufstufen. Aha. Gut. Oh mein Gott, dieses Lächeln. Ihr von Gwen? Ja. Nee, da sieht man es nicht. Nee, jetzt ist es weg. Jetzt ist es ein bisschen, Mika. Aber vorher...
Wieso lässt du die frei? Ich befreie alle für immer. Ja, weil ich später gerne Vasallen hätte. Und das da war ein recht wichtiger Clan, wo sie zugehört. Außerdem bringt's Charm-Skill und noch irgendwas. Der Cargo Master. Ja, warte. Was mit dir? Du hast 34 Rekruten. Stups. Achte auf deine HP. Ja. Ich bin nur hier, um zu gehen. Kannst du keine Söldner anwerben? Nein, ich habe kein eigenes Königreich, also kann ich keine Söldner anwerben. Ich kann ja nicht mal meine eigenen beiden anderen Gruppen steuern und denen sagen, was sie machen sollen. Die laufen einfach nur in der Gegend rum. Das ist sehr ungünstig geregelt in dem Spiel hier. Also wenn man kein eigenes Königreich hat. Es sollte mehr Optionen geben für Nicht-Königreiche, die dann wenigstens noch so ein bisschen was machen können. Also wie so eine Banditenbande halt, die dann mit mehreren Truppen loszieht oder so. So, 23%. Ruff. Oh ja. Ja. Stopp. Wehe, du holst mich hier irgendwie weg. Was macht ihr da? Dreht ihr gerade alle euren. Der Feind rückt wenigstens nicht nach. Das ist gut. Schon hier auf den Typen drauf kommen. Okay. Kommt der Feind jetzt? Jetzt kommt der Feind, okay. Da hinten. Könnte Moralversagen bei denen bringen. Die Verluste, die da gerade reintrudeln. Kann ich auch. Ja. Aber ich lasse jetzt nicht hinterher chargen, weil hier genug ne? So auftauchen. Da ist wer. Jetzt mal den Schaden. Stopp. Gut. Piu, 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 piu. Oh, der war schon tot. Er ist nur langsam hingefallen. Ja. Schöne Schlacht. Bist unwichtig. Kommst also mit. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Naja, die können weg. Komm mit.
So, wir waren noch beim Truppencap. Nee, Truppen sind wir sogar drunter. Können wir noch. Ja, okay, nicht mehr wirklich. Nee, wir sind drüber, ne? Zwei Einheiten. Dann kann der wieder weg. Und einer davon. Der fehlt doch als einer der ersten, wenn du zu viele Gefangenen hast. Ja, meine Hoffnung ist ja, dass hier in der Nähe noch. Ja, nicht wirklich nah dran, ne? Wie viel haben wir dann drüber? Oh, viel. Die ganzen Rekruten können weg. Und ein Teil der Nomaden kann weg. Und schon passt das. So, und wir ziehen uns zurück in Richtung Stadt. Ruhen uns da ein bisschen aus, verkaufen den Krams und dann machen wir hier so weiter wie bisher. Das heißt, wir greifen einfach nur. Stopp. Wir greifen einfach nur deren kleineren Lords an, um schön viel Redown zu bekommen, um den Clan-Level hoch zu pushen. Und wir lassen dann die wichtigen auch immer wieder frei, damit wir eventuell. Oh, ich habe eine 10 vergessen. Damit wir eventuell welche davon denen dann als Vasallen rekrutieren können später. Und ja, ich habe Mathe studiert, aber nur 4 Semester und nicht abgeschlossen. Trotzdem sollte man das hinbekommen eigentlich. Aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. So, da lang. Age. Ich glaube, die gönne ich mir auch mal. So. Hast du alle Jobs vergeben, deine Armee? Die waren zwischendurch anderweitig beschäftigt. Also könnte es sein, dass die mal zugeordnet werden müssen. Ja, danke für den Hinweis. Ernsthaft? Gut. Ein paar Pfeile habe ich rausbekommen. War schlauer, das ist weggerannt, ja. Das hatte ich auch mal ganz schön gehabt. Da war ich abgesattelt, habe ich hingestellt, habe mich hinter das Pferd gestellt, um dann rüber zu schießen. Und habe dann irgendwann nicht gemerkt, dass das Pferd abgehauen ist, weil es keine Deckung spielen wollte. Ohne Mathe hat doch nichts mit Rechnen zu tun, richtig. Da darfst du im ersten Semester beweisen, dass 1 plus 1 2 ist. Und das ist nicht so leicht, wie es sich anhört. Was wollte ich jetzt? Ich wollte zu der Stadt, ne? Da lang. So. Alles weg. Schon wieder 95.000. Davon ein, zwei weg. Alles an Waffen weg, alles an Rüstung weg. Essen haben wir. Das kann weg, das kann weg. Na, wobei, ein bisschen Aluhol behalten für die Moral. Hardwood kann so auch weg, das Eisenerz kann weg. Um 120.000. Und was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich noch hier in der Stadt. Kurz schlafen, ja. So, damit Quelle mal mit ein bisschen mehr als 20% rumläuft. Du wolltest die Stadt erobern. Ja, nee, nicht diese Stadt. Ich habe jetzt schon einen Krieg am Laufen und das reicht erstmal. Hm.
Dauert länger, als ich die Erinnerung hatte. Aber gut. Wir verdienen nur 1000 pro Tag. Jobs verteilen, das wollte ich. Genau, Dankeschön. Clan. Also, du bist irgendwo. Du bist nicht dabei. Du bist auch nicht dabei. Doch, du bist der Scout. Du bist Holding. Wo bist denn du, Holding? Nee, sie ist Scout und das ist sie auch immer noch und sie ist immer noch Heiler. Also wurde doch abgespeichert. Das wurde es früher nicht. Früher, wenn man sie weggeschickt hat und sie wiederkam, hatten sie die Rolle nicht mehr. Das ist also schon mal ein positiver Bugfix. Dann. Ja, dann. Nee. Anschmieden wir halt. Wenn wir eh hier ruhen müssen, kriegen wir so wenigstens ein, zwei Skillpunkte. Ein paar neue Rezeptteile. Oh, die Glaive. Die war auch gut, ne? Ja, die mal nicht einschmelzen. Raus. Long Glaive, two-handed, 206 Reichweite, mach die mal fest. So. Ach, Studium war schön, die 20 Semester. Dann bist du aber noch eine ältere Generation, oder? Dann müsstest du älter sein als ich. Oder du hast reiche Eltern oder so. Weil als ich angefangen habe zu studieren, vor 11 Jahren, 10 Jahren, da war es schon mit Bachelor und Master. Das heißt, du hast da richtig Zeitdruck, die Sache auch zu bestehen. Wenn du deinen Bachelor nicht innerhalb von 3 Jahren hast, dann darfst du eben mal BAföG in voller Höhe zurückzahlen und keine Anteile zurück und so weiter und so weiter. Aber vorher, ja, vorher konnte man Vollzeit-Langzeitstudent sein. Das waren noch die guten alten Tage. So, jetzt wieder in Richtung Osten. Ich habe 2005 angefangen, gab noch Diplom in Kiel. Ah, Lacker. Bei mir war es echt komisch, bei mir war es noch relativ neu. Und die Professoren und Tutoren und so weiter waren noch auf dem alten Trip. Das heißt, wir haben da die Kurse angefangen. Und das Erste, was ich in dem Kurs gehört habe und gesehen habe, ist, wie man in einem Klassenraum, ordentlich mit Tafel und Projektoren und allem, wie man in so einem Raum dann lernt, Cocktails zu mixen. Weil das Studium ja gefälligst mit Alkohol anfängt. Und das war ein offizieller Kurs, wo eigentlich Mathe unterrichtet werden sollte. Ja, und die erste Frage war dann auch gleich, ja, wo ist denn die erste Party? Und gibt es WhatsApp-Gruppen? Und ja. Aber im Hintergrund dann auch den Druck haben, man muss es innerhalb von 3 Jahren bestehen, sonst kriegst du es Ärger. Das war ein wenig zweigeteilt, das Ganze. So, Krieg. Wir wollen Krieg. Burg hat 146. Hier ist sonst keine Burg, ne? Die sind schon so ein bisschen abgespalten von denen da hinten. Würde sich echt anbieten. Aber nee, 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 nee. Boah, es dauert noch ewig. Okay, kurze Umfrage für die Leute, die da sind. Sind ja ein paar. Wäre es für euch okay, wenn ich zwischen diesem Stream und dem nächsten Stream den Clan Level auf 4 bringe? Damit wir dann Montag mit Clan Level 4 die Sachen hier besser erobern können. Sonst wird das jetzt echt noch 2, 3 Streams lang grinden von Gegnern. Bis wir dann stark genug sind, eine Burg zu erobern. Ja, okay, ja, sehr gut. Den kann ich auch am Wochenende ein bisschen Bannerlord spielen. Ist jetzt nicht unbedingt wichtig, aber gibt Renown und ich kann meinen Bogenskill skillen.
Ja, Guti. Also ist. Ich schaue mir immer alles gerne an. Und keiner ist dagegen. Ja, dann mache ich das so. Das heißt, heute der Stream wird nicht mehr. Also Bannerlord wird nicht mehr allzu lang gehen. Ich überlege mir gerade eine Kleinigkeit. Also Bannerlord heute nicht mehr allzu lange. Danach werde ich dann off-camera übers Wochenende, wo ja das Nebenprojekt läuft, und Let's Test laufen. Da werde ich dann regulär off-camera spielen, um den Clan-Level zu erhöhen. Und Montag geht es mit Bannerlord weiter, 18:30 Uhr. Und da haben wir hoffentlich genug Power, um dann auch was zu reißen. Und ich werde halt nur so wie jetzt hier Hideouts überfallen, ich werde die kleineren Lords angreifen, Karawanen überfallen, sowas halt. Und dann immer wieder zurückgehen, Rekruten holen, Rekruten leveln an Lootern und dergleichen, wieder zurück und so hin und her. Also sollte man total unabhängig mit Clanstufe 4 eine Burg angreifen, gut zu wissen. Würde ich empfehlen, ja, weil man dann selber, also Gwendolyn hier selbst, kann dann mehr Einheiten befehligen. Weil jetzt kann sie gerade halt nur 111 befehligen. Und das ist nicht ganz so super viel gegen eine Burg. Weil gegen eine Burg sollte man eigentlich eine Übermacht haben, weil die KI doof ist und die Leiter nicht richtig benutzt und all sowas. Ich teste gleich vorher noch was. Und zwar, dass wir einfach die Burg eine Woche lang oder 2 Wochen lang belagern und dann ein Loch in die Mauern reinballern und 4 Feuer-Onager aufstellen, die dann einfach mal deren Typen drin rösten. Ja, okay, das ist jetzt tot. Interessant, okay. Der Hund Verstärkung. Ja, jetzt hätte ich es auch fast alleine geschafft, aber macht mal weiter, ist okay. Für mich klingt das so, dass du noch einen Ingenieur brauchst. Ja, ich bräuchte eigentlich noch viel mehr Companion-Slots, aber die sind leider schon alle voll. Ganz kurz bei mir. Können wir den Trupp da hinten noch ansnipern? Oh, den Trupp hier vorne noch ansnipern. Habe ich erwähnt, dass ich den Bogen mag? Ich habe ein Déjà-vu. Hier steckt da vor kurzem noch ein Ding in meinem Kopf, oder? So, alle Charge. Einen kannst du, glaube ich, noch. Ein was? Ein Companion? Guck ich gleich mal. Nope, zum Kraut. Da kommen ein paar mehr. Oh, 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 oh. Was? Oh, Knie. Wurfspeer für die Knie. Aber trotzdem, gut viele Kills. Allein gewinnen 15 Stück. Ja. Na gut. Clan. Sie ist als Quartermaster eingetragen. Wir hätten noch einen Platz frei. Ja. Das heißt, auf der To-Do-Liste für dieses Wochenende off-camera. Ich werde einen Ingenieur suchen.
Ich werde den Clan Level auf 4 bringen. Und wenn wir gut Geld über haben, nach und nach bessere Rüstung kaufen wir unsere Leute, weil ich sonst nicht wirklich einen Grund habe, das Geld für irgendwas anderes auszugeben. Ja. Das heißt, hier mache ich jetzt einen Cut, was Bannerlord angeht. Und dann.